Wir zeigen Ihnen den Verladevorgang an einem Cooldock im Querschnitt. Es befindet sich noch kein LKW an der Verladerampe. Die Ladebrücke ist in Ruhestellung. Das Tor ist geschlossen und der Anfahrschutz befindet sich in der Sicherheitsposition. Die Torabdichtung ist entlüftet. Der LKW dockt an, fährt gegen den Anfahrschutz und wird vom Lichttaster erfasst. Der elektronische Radkeil wird unter das LKW-Rad gelegt, sichert damit den LKW und aktiviert gleichzeitig die Steuerung. Das Bedienpersonal betätigt den Taster zum Öffnen des Tores. Dadurch wird zunächst die aufblasbare Torabdichtung aktiviert und damit drei Seiten des LKW abgedichtet. Erst dann öffnet sich das Tor. Daraufhin kann der Anfahrschutz in die untere Verladeposition bewegt werden. Er bewegt sich dabei nicht nur vertikal nach unten, sondern auch horizontal vom LKW weg. So können die LKW-Hecktüren nach innen über die Überladebrücke hinweg geöffnet werden und mit den Türfeststellern fixiert werden. Danach wird die Überladebrücke in den LKW hineingelegt und die Be- und Entladung kann stattfinden. Der vierte untere Luftsack wird dann belüftet und dichtet den angedockten LKW von unten her ab. Der LKW ist damit vierseitig abgedichtet. Der Verladevorgang kann stattfinden. Ein großer Vorteil eines solchen Verladesystems ist, dass der Verladevorgang unterbrochen werden kann, ohne dass der LKW von der Verladestelle wegrangiert werden muss. Dies gewährleistet, dass der Luftaustausch zwischen dem LKW und dem Gebäude minimiert wird und ebenso die Zeitspanne, in der der LKW offen ist. Die LKW-Hecktüren werden einfach geschlossen und ebenso das Sektionaltor. Wenn der Verladevorgang fortgesetzt werden soll, dann wird einfach wieder das Sektionaltor geöffnet und ebenso die Hecktüren nach innen geöffnet. Vergleicht man das Cooldock mit einer konventionellen Thermoschleuse, dann ergeben sich vier besondere Vorteile. Zunächst wird der Luftaustausch zwischen 40% und 50% verringert. Die möglichen Endenergieeinsparungen pro Jahr bewegen sich zwischen 10% und 20%. Eine Eisbildung an der Rampe wird in den meisten Fällen ohne den Einsatz eines Luftentfeuchters verhindert. Die Unterbrechung des Verladevorgangs ist ohne ein Rangieren des angedockten LKW möglich. Schauen Sie sich gern noch die beiden anderen Animationen zu unserem Cooldock an.